herzlich willkommen in meiner Küche und schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute ein Ruckzuck-Rezept kochen. Ja, geht ganz, ganz schnell, ganz easy, ganz einfach und kann man super vorbereiten. Wenn es pressiert, es schmeckt auch ganz, ganz toll und kommt auch immer wieder ganz toll an, wenn man Gäste hat, wenn man Besuch hat und man weiß wieder nicht, was man ungefähr kochen soll. Schaut mal. Maultäschle. Damit gibt es heute Kartoffelsalat dazu. Ihr könnt natürlich auch gemischte Salate dazu reichen. Kommt, wie gesagt, auch auf Festen immer super toll an. Und schmeckt auch immer jedem. Und wie ich es gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Versprochen, geht ganz, ganz einfach. Ja, und los geht's. Als allererstes habe ich jetzt meinen Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Jetzt habe ich hier eine Auflaufform und habe hier 4 große Maultaschen. Ihr könnt natürlich auch 6 oder 8 hernehmen. Das reicht auf jeden Fall. Also in eine Auflaufform geben. Wir sind nur zu zweit, deswegen habe ich jetzt hier nur 4. Dann meine Bratensoße. Den geben wir rüber. Wer Bratensoße zu Hause übrig hat, vom Braten, kann es natürlich auch nehmen. Oder wenn es mal ganz, ganz schnell sein muss und ihr wollt keine selber machen, keine Bratensoße oder habt auch keine zu Hause, könnt ihr auch ein Päckchen Soßenpulver hernehmen. Also ganz normal laut Packungsanleitung dann kochen. Dann brauchen wir geriebenen Käse. Ich nehme jetzt hier Emmentaler. Ihr könnt natürlich auch im Thermomix reiben. Ich packe nicht auf. Wer das möchte, also ihr müsst keinen kaufen, ihr könnt auch einen Gouda hernehmen. Ich habe jetzt hier Emmentaler noch. Und den werde ich jetzt hier drüber verstreuen. Und fürs Geschmäckle werde ich jetzt noch Röschzwiebeln drauf tun. Könnt ihr weglassen oder ihr nehmt frische. Das bleibt euch überlassen. So. Und jetzt ab für circa 20 Minuten in den Backofen. So, dala. Und fertig ist unser Mittagessen. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr mehr habt, dann legt es nicht hin, sondern stellt sie praktisch auf. Ja, dann kriegt ihr ganz, ganz viele rein. Und ist auch super, wenn ihr eine Party habt und dann gemischte Salate dazu. Kommt auch immer sehr, sehr gut an. Bei mir gibt es einen schwäbischen Kartoffelsalat dazu. Ja. Er ist nicht Manchi-Manchi, sondern der schwäbische Kartoffelsalat gehört einfach so. Der muss schmatzen. Das ist der schwäbische. So. Jo, lala. Und jetzt kommt mein Maultäschle. Auch Käse. Und wenn es zu wenig Käse ist, da tut halt einfach mehr drauf. Das ist wirklich Geschmackssache. Jetzt schaut mal. Schaut das nicht lecker aus? Ihr könnt natürlich auch gemischten Salat, Karottensalat, Bohnensalat. Ihr könnt eigentlich so gemischten Salat noch dazu machen. Ganz wie ihr mögt. Und ja, schaut schon mal mega, mega lecker aus. Ja, so sieht's aus. Schaut mal. Lecker, lecker. Und ich lasse mir sie tatsächlich schmecken. Und ich habe euch ja versprochen, dass es ganz, ganz schnell und ganz easy geht. Könnt ihr super vorbereiten. Einfach schon vorbereiten. Deckel oder Alufolie dann praktisch über eure Auflaufform. Und dann ab in den Kühlschrank. Und wenn Besuch dann da ist. Oder wenn die Kinder heimkommen. Oder wenn der Mann heimkommt. Einfach bloß in den vorgeheizten Backofen schieben. Und dann genießen. So,
Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht es doch nach. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Würde mich echt interessieren. Wie gesagt, ihr braucht nicht unbedingt einen schwäbischen Kartoffelsalat dazu machen. Ihr könnt auch was anderes dazu machen. Aber bei uns gibt es einen schwäbischen Kartoffelsalat dazu. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.